Leute, wir müssen mal ganz kurz die Kohleblöcke hier abbauen. Weil ich habe tatsächlich keine Fackeln mehr. Und das ist richtig belastend, weil dann spawnen hier Monster und ich sterbe einfach gnadenlos immer wieder. Und das wollen wir natürlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die Kohle immer mit Behutsamkeit abgebaut habe. Irgendwelche Ores abzubauen mit fucking Behutsamkeit bringt halt nichts außer doppelte und dreifache Arbeit, Alter. Es ist wirklich absolut sinnfrei. Oh, und jetzt bin ich auch noch so doof. Och, Mann. Wisst ihr, ich hätte es auch einfach in dem Bereich setzen können, wo wir eine 2 haben. Stattdessen setze ich es einfach hier drüben, wo halt Eile 2 einfach aufhört. Aber so einen Vorteil gibt es bei Kohle mit Eile 2 glücklicherweise nicht. Leute, ich bin gleich wieder da. Ich glaube, meine Schwester braucht gerade Hilfe. Wow. Der Himmel ist gerade so schön rot. Oh mein Gott, ist der schon rot. Oh, das sieht richtig schön aus, Alter. Ja, es tut mir leid, aber falls halt meine Schwester Hilfe braucht, kann ich dagegen auch nicht machen. Und ich finde es ein bisschen scheiße, wenn ich das so cutte am Ende. Mann, diese Scheiße. Wenn ich es am Ende so cutte für euch, dass ihr das halt nicht mitbekommt, das ist irgendwie so, ich weiß nicht, das gehört halt dazu, wisst ihr, was ich meine? Ich muss sagen, Alter, der Mittagsschlaf, den ich hier gemacht habe, die Stunde, Junge, die ist ja so geil. Also ich fühle mich richtig, wow, ich fühle mich, als hätte ich gerade 10 Stunden geschlafen und wär topfit, Mann. Das ist richtig geil. So, dann können wir hier jetzt auch wieder zumachen. Und uns einmal ganz, ganz viele Fackeln einfach craften. Und die können wir dann da oben mal in eine Kiste legen, dass wir auch immer wieder welche haben, wenn wir wieder welche brauchen. So, dann habe ich nämlich jetzt hier wieder genug und wir können das hier alles mal ausleuchten. Damit wir hier wirklich eine schöne Fläche haben, wo auch keine Mobs spawnen. Und hier sind wieder Katzen. Leute, kann mal jemand von euch in die Kommentare schreiben, falls er es weiß. Warum spawnen hier so viele Katzen? Holy shit, wir sind halt nicht in einem Jungle-Biom oder so. Wir sind hier im, Scheiße, Alter, wo steht denn hier immer das Biom? Ach, da steht doch Biome. Da steht doch Biome ganz doll, Alter. Minecraft Mountains, Alter. Wir sind hier in den Mountains und sie spawnen einfach Katzen. Warum spawnen hier Katzen? Aber die sind da ganz niedlich. Wir müssen hier einmal ganz kurz runtergehen und hier einmal ausleuchten wenigstens, dass hier unten nicht sonst wie viel spawnt und ich mich wieder todes darüber aufrege, da ich die ganze Zeit irgendwelche Zombies höre und, ich brenne. So, dann ist hier auch erstmal alles ausgeleuchtet und wir können erstmal wieder hochfliegen. Aua, das tat gar nicht weh. Ja, haben dann hier unsere fertige Fläche, die erstmal so bleibt. Denn ich habe erstmal, wie gesagt, andere Sachen vor, die ich machen will, bevor wir hier weiterbauen. Wir haben ja jetzt hier aber wirklich wieder ein ganzes Stück geschafft. Außer hier, nee, das müssen wir noch kurz ändern, das stört mich sonst. Dass wir hier einmal das so ein bisschen, naja, dass es nicht so kacke aussieht, Mann. So, und dann haben wir hier unseren großen, in Anführungszeichen, ja, groß ist er jetzt nicht, aber einen guten Platz geschaffen für Häuser später, für alles drum und dran eigentlich. So, Leute, das Ding ist, was wir tatsächlich erst mal machen können, wofür ich jetzt auch direkt mal ein paar Schalker, wofür ich auch erstmal ein paar Schalkerkisten mitnehme, die wir mit runternehmen, ist dort runterzugehen und einmal in dem Radius des Beacons einen Raum auszuheben auf Höhe 12 bis 13 so circa, und dafür brauche ich auch noch ein paar Fackeln, da muss ich nochmal zurückfliegen für, habe ich ja gerade schon erzählt, und das würde ich jetzt als allererstes erstmal machen wollen, dass ich nämlich auch mal meine 145 Level, die ich hier habe, ordentlich verballern kann. Und holy shit, macht der Beacon schon immer solche Geräusche? So, heißt, wir müssen hier runter, exakt hier. Ich möchte erwähnen, hier drunter wird später nicht die Farm-Area entstehen, von der ich euch erzählt habe. Das ist jetzt wirklich nur lediglich zum Dias-Farm. Die Farm-Area wird viel weiter dort drüben sein später. Und ich muss aufpassen, ich höre hier Lava. So, und dann sind wir hier auf 10. Auf Höhe 10 ist ein bisschen niedrig. Vielleicht tun wir noch 11 machen. Und dann graben wir jetzt erstmal... Ernsthaft? Der Beacon geht nach Höhe? Heißt, ich muss den Beacon hier runtersetzen, bevor ich überhaupt irgendwas machen kann? Ist ja richtig zum Kotzen. Ah, nein. Oh mein Gott. Leute. Habe ich jetzt das Minecart angehalten? Och, ich habe die Farm kaputt gemacht. Och, so ein Mist. Ich habe die ja richtig zerstört gerade. So, okay. Entspannt. So, jetzt können wir hier einmal abbauen. Gehen hier hoch. Schieben das kurz an. Bauen einmal schnell so. Und einmal so. Und jetzt ist das erstmal wieder gefixt. So, jetzt können wir uns hier hochbauen. Zack, Alter. So, und einmal die wieder setzen. So, heißt, das müsste jetzt wieder funktionieren hier, unsere Weizenfarm. So, Leute, das heißt aber, dass ich jetzt einmal hier das komplette Eisen abbauen darf. Das mit runternehmen darf, unten den Beacon setzen darf. Und dann müsste es aber, also ich setze ihn dann natürlich direkt auf Höhe 0. Dann müsste es direkt funktionieren, theoretisch. Boah, dieses fancy Geräusch, Junge, wenn der Beacon ausgeht, das ist echt unfassbar.
Toll, jetzt habe ich das ganze Ding abgebaut und hier liegen überall die Eisenblöcke rum. Diese Items, auch wenn man stirbt oder so, und dass die Items dann auf verschiedenen Höhen liegen, das triggert mich immer so des Todes, dass man dann immer auf jede verschiedene Höhe muss, um alles einzusammeln. So, dann brauche ich jetzt noch den Beacon einmal, bitte. Kann man den einfach mit Behutsamkeitspickaxe abbauen? Ja, oder? Ich glaube, der sollte kein Problem sein, den abzubauen. So, dann haben wir den auch. So, dann müssen wir noch einmal kurz ein Eisen-Ingot holen, damit wir den noch aktivieren können auf Eile 2. Hopp, da nehme ich mir direkt mal kurz ein bisschen mehr mit. Und dann können wir jetzt endlich einmal einen Abgang machen und runtergehen. Huh. So, und dann schwimmen wir jetzt hier einmal runter und hoffen mal, dass das Wasser schneller ist als wir. Jetzt können wir nämlich auf Höhe 0 gehen. Oh! Oh mein Gott, Alter, da war die Reaktionszeit mal wieder richtig am Start. Oh, ja, hier müssen wir mal kurz ein bisschen aufpassen, nicht, dass hier irgendwo Lava ist. Und sobald das Bedrock beginnt, müssen wir hier mal jetzt einen kleinen Raum ausheben. Das funktioniert nicht. Wir müssen den dann wirklich auf der Höhe hier bauen. Ah, nicht gut. Überhaupt nicht gut, dass da so viel Lava ist. Okay, das ist natürlich echt doof jetzt für den Beacon. Aber wir müssen erstmal wirklich damit leben und halt die Lava beseitigen. So, und dann kommt hier der erste Kreis hin und außenrum dann jetzt direkt der nächste. Oh mein Gott, das ist ja so eine Kacke mit der Lava. Ah! Wie soll ich denn das machen, Alter? Das, ja, Alter, was, das ist ja der behindertste Spot, den man hätte bekommen können für so einen Beacon. Wisst ihr, das Ding ist, ich kann das Obsidian nicht mal mit Eile 2 abbauen. Ich muss es ja jetzt normal abbauen, weil ich halt noch kein Eile 2 habe. Och man, Leute, das ist alles so kompliziert hier. Ah! Nein! Okay, dann müssen wir den Block hier erstmal abbauen. Dann müssen wir den da oben vielleicht erstmal abbauen. So, um es direkt am Hauptproblem zu beseitigen. Und dann hier und... so. Okay, das ist so traurig hier. Der Spot ist so... Oh mein Gott. Ah, da wird das lang. Ah, Alter. So. Das Ding ist, ich weiß nicht genau, wie viele Etagen ich hatte. Aber theoretisch, ich brauche doch nur so viele Etagen, wie ich Eisenblöcke habe. Oder hatte ich mehr Eisenblöcke, als ich brauchte? Nee, ich brauche nur so viele Etagen, wie ich Eisenblöcke hatte, definitiv. Alter, das ist ja so ein Abfuck hier. Das Ding ist, wenn ich einen Block, der zu tief ist, abbaue, muss ich alle oberen Blöcke abbauen, bis ich zur Hauptquelle der Lava gekommen bin. Ja, ja, Leute, ja. Nein, mir fehlen zwei Blöcke. Mir fehlen zwei Eisenblöcke. Leute, es geht wieder... Oh, scheiße. Es geht wieder hoch. Ah. So. Au. Und wir müssen einmal bitte Eisenblöcke holen. Nicht viel. Ich glaube zwei oder drei Stück. So, dann machen wir uns nämlich wieder auf den Weg. Und gehen einmal nach unten. In unsere Safety-Höhle. Hopp. Und Abmarsch. Ciao, liebes Skelett, was mich die ganze Zeit abschießt. Oh, es ist sogar... Hallo, es ist sogar hinterhergesprungen. So, da ist es weg. So, und jetzt können wir den Beacon öffnen. Zack. Und ist da schon ein Block? Ja, super. Und jetzt wusch. Bitte Strahlerscheine. Danke. Wir haben sogar direkt nochmal Erfolge bekommen. Keine Ahnung warum. Eigentlich hatte ich ja schon Erfolge. So eine 2. Hopp. Und jetzt haben wir eine 2. Hopp. Ja. Abfahrt, Leute. Wir haben eine 2. Super. Dann gehe ich jetzt auf Höhe 11 hier. Und werde mal so weit bauen, wie wir eine 2 haben. Und mit Glück finden wir ja Dias. So, was wir aber... Oh, stimmt, wir müssen als allererstes erstmal hier kurz ein paar Schalkerkisten hinsetzen. Dass wir hier direkt unseren ganzen Stuff einlagern können, den wir jetzt schon tatsächlich überhaben. Alter, mein Inventar ist schon wieder rattenvoll mit richtig viel Mist. Ey, aber mit Obsidian wenigstens. Das Obsidian ist sogar sehr wichtig, das werde ich mir aufheben. Weil ich habe ein Projekt, das wäre die Goldfarm in der Oberwelt. Da brauchen wir nämlich eine ganze Menge an Obsidian. So, und jetzt können wir hier einmal farmen und zu Gott beten, dass hier mal ein paar Dias sind. Weil tatsächlich ist das ja hier vielleicht ein bisschen viel effektiver, als wo wir sonst immer meinen waren und Dias gesucht haben. Aber ja, oh, da sind sie. Oh, lol, das ging jetzt echt schnell, du. Da hinten habe ich zwar kein Eile 2 mehr, aber wir haben Dias. Und den Dia-Ohr. Man kann mit einem Dia-Ohr, nee, man kann ein Dia-Ohr braten zu Diamanten, ne? Bin ich der Meinung, ja, das müsste gehen. So, Leute, ich würde sagen, auch wenn es doppelte Arbeit ist und ich das letzte schon gesagt habe, werde ich hier mal den Dia-Ohr abbauen. Und ja, am Ende werden wir mal alle Dias abbauen und gucken, wie viel wir da rausbekommen. Das ist ja so geil, wenn hier immer die Chance ist auf Dias und man hier einfach langfetzen kann. Aber ich muss sagen, dafür, dass wir wirklich alle zwei haben und hier wirklich einen großen Abteil ausheben, sind hier echt wenig Dias, ne? Wenn man sich überlegt, dass wir sonst... Ah, wenn man gerade vom Teufel redet. Und oh, da sind nochmal Diamanten, okay.
Wenn man gerade vom Teufel redet, nee, aber dafür, dass wir eigentlich nur Strip meinen würden, ist es echt wenig. Guck mal, und da hinten sind direkt nochmal Dias. Das ist ja cool. Und der gesamte Lavasee hier ist auf der Eile 2 Höhe. Heißt, den müssen wir irgendwann gesamt komplett abbauen, Mann. Bin ich ja jetzt schon wieder richtig motiviert zu. Und was ist das hier für eine Höhle? Oh, lol. Wir haben eine riesige Schlucht unter unserer Base. Oh, okay, aber gut zu wissen. Aber ja, ich will jetzt eigentlich keine Schlucht looten, sondern erstmal wirklich die Dias farmen. So, das Einzige, was ich behalten werde, werden die drei Ingots sein. Beziehungsweise Ingots, die drei Ores. Damit wir nämlich sehen können, wie viel wir davon schon haben.